So, Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Deponia. Jawohl, weiter geht die wilde Fahrt. Ah, so kann man die drehen, okay. Das funktioniert schon mal nicht. Das auch nicht. Nee, nicht überspringen. Nee, nee. Das können wir schon mal nicht drehen, okay? Boah, gute Frage. Auch nicht. Auch nicht. Ich muss erstmal einen Ansatz finden. Wenn ich den gefunden habe, dann wird es, glaube ich, in eine gewisse Richtung gehen. So schon mal nicht. Lasst mich ein wenig rumprobieren. Das kann den ganzen Part überdauern. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Ne, das bringt nichts. Das hat wahrscheinlich dann keinen Halt erstmal. Ich glaube, du passt da rein. Kann das sein? Nee. Schade, es sah nämlich. Es hätte von der Form nämlich gepasst, aber vielleicht passt du ja. Aber ich glaube, dich hatte ich schon. Nee. Das ist fies, weil es gibt mehrere von denen. Auch nicht. Die Frage ist, wo fange ich an? Puh. Ja. Das ist unser Stein hier anscheinend. Der ist es nicht. Der auch nicht. Den hatte ich, glaube ich, gerade schon. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Hahaha, der passt! Lars hat seinen ersten Stein eingesetzt. Hey! Und gleich den zweiten hinterher. Was ist denn jetzt los? Okay, das war's mit der Glückssträhne. Okay, der passt nicht. Nee, das kann... Nee, der passt nicht. Vielleicht oben? Nee, auch nicht. Auch nicht, okay. Ah, wir haben schon mal einen Ansatz. Immerhin, Freunde, das ist schon mal etwas. Nein, der passt auch nicht. Vielleicht der andere? Nee. Das
Das wäre zu einfach. Oh, der passt. Was sag ich denn dazu? Der passt. Der passt auch. Mensch, wir machen Fortschritte. Was ist denn da los? Der passt wiederum nicht. Ach, guck mal, das hat mit den Linien zu tun, die hier verlaufen. Ah, okay. Nee, der passt da eher weniger hin. Vielleicht so? Nee, so passt er nicht. Der passt nicht. Kann sich nur um Stunden handeln, Freunde. So leid es mir tut. Ich hoffe, ich habe Zeit mitgebracht. Der passt auch nicht. Aha! Der passt. Sehr schön. Vielleicht passt der auch. Passt der? Nee. So passt er auch nicht. Okay, der passt schon mal nicht. Nee, so kann das nicht passen, das stimmt schon. Das ist wohl richtig. Das passt. Nee, der kann nicht passen. Der hier. Nein, das kann nicht sein. Also wenn ich jetzt am ganzen Part dranhängen sollte, dann tut mir das leid. Aber ich will das ja auch selbst schaffen, ne? Das ist ja dann auch was ganz Besonderes, wenn man das alleine schafft. Nee, der passt nicht. Dann eher der hier. Der würde eher passen. Der passt dahin. Ha! So langsam wird das was. Passt wiederum nicht. Der passt, jawohl, geil. Der vielleicht hier hin? Nee, der passt nicht. Der kann nicht passen. Aber der hier könnte passen. Nee, passt auch nicht. Puh. Gerade kann ja eigentlich. Ist das ein roter dann? Nee, nicht der. Der hier? Nein, auch nicht. Vielleicht der hier? Auch nicht. Aha! Passt schon mal. Ah! Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher.
Oh, das war jetzt geraten. Wie eigentlich alles andere auch. Wow. Ich glaube, so einer ist hier ist erforderlich. Nicht der vielleicht, aber der andere dann. Ha! Bin ich gut. Ich habe gerade so einen kleinen Lauf irgendwie. Ich glaube, einer von denen vielleicht? Nee. Tja, was könnte da hinpassen? Oh, der passt dahin, okay. Der passt da leider nicht hin, auch wenn er recht passend aussah, wie ich finde. Der passt aber. Beziehungsweise ich hoffe mal, dass das passt. Ich denke mal schon, sonst würde er das nicht so einsetzen. Das Ding passt nicht. Der passt da auch nicht. Da passt er hin. Dann kommt hier ein roter rein. Der passt. Wunderbar. Ja, langsam wird es weniger. Oh, wir haben es gleich, Freunde. Oder auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gleich falsch ist. Aber kann nicht sein, weil die sind fest, die Dinger. Die kommen nicht mehr raus. Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein, geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Upsi, und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Oh. Gehört das dazu? Ich hoffe mal nicht. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer, aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Ja, super. Allerdings auch nicht besser als vorher. Ja, das ist ja wohl scheiße gelaufen. Moment mal. Aha. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. War ja klar, Rufus. Gut, das brauchen wir also nicht zusammensetzen. Dann hat sich der Fall erledigt und wir haben das Kaugummi wieder. So viel, wie soll man sich da... Und wir haben stattdessen jetzt eine Taschenlampe, immerhin. Das Mosaik, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. Ja, wahrscheinlich. Genau, Rufus. Grill-Donnerstag. Dafür gibt es Zuckerwatte. Thank you.
Sicher ist sicher. Das war jetzt ungewollt. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Klingt so, als wäre Elysium damals gebaut worden. Aber irgendwie muss das Ding ja da hochgekommen sein. Einen Schritt näher und ich spare mir. An die Gabel komme ich leider noch nicht ran. Gut, ich glaube, wir müssen erstmal den Lift nehmen. Dann bin ich hier aber falsch. Wir müssen da hin dann. Ist ja interessant, dann mussten wir das Rätsel eigentlich gar nicht richtig lösen, sondern einfach nur, ja. Aber wir haben es gelöst. Kann keiner was sagen. Ohne Hilfe. Bin ich gerade ein bisschen stolz drauf, also lasst mir das bitte. Da bin ich wirklich ein bisschen... Ich bin da stolz drauf. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Geht doch. Oh. Da gibt jemand auf. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Ja, das sollten wir vielleicht. Ich glaube, das Letztere ist der Fall. Kommt die Flagge jetzt runter? Ja. Ja, danke. Wir können aufgeben. Geil. Not bored. Okay. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Ach, da oben ist Elysium. Ich war noch nie so nah dran. Ah, okay. Aber es ritt ziemlich weit. Weißt du, woran mich das erinnert? Am Bioshock Infinite. Das erinnert mich so hart an Bioshock Infinite, das glaubt ihr nicht. Sehr schönes Spiel. Lohnt sich, das zu spielen. Auch die DLCs. Macht riesen Spaß. Okay. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat.
Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht. Aber wenn das deine das geringste Sorte ist, Alter. Hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Nee, mir ich auch nicht. Ich habe alles verstanden, aber die haben doch was vor. Haben sie und auch. Keinesfalls kann ich zulassen, dass Gold dem Organon in die Hände fällt. Nee. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Der hat vor, dich zu hintergehen, Junge. Wir kommen da nicht durch, ne? Und der andere Typ da im Weg. Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Wenn ich da durchlatsche, werde ich hundertprozentig erwischt. Ich kann nicht näher. Die Organons würden mich... Ja, habe ich mir gedacht. Also bleibt uns keine andere Wahl. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Ich weiß, ein Cliffhanger ist gemein, aber ihr kennt mich. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.